aufgepasst und angeschnallt. Der November verspricht riesiges Entertainment. Mit riesigen Monstern. Sie sind überall. Riesigem Ruhm. Alle Welt spricht zurzeit über ein neues Pop-Phänomen. Riesigem Grusel. Ich hab sie rausgelassen. Wen? Annabelle? Es tut mir leid. Riesigen Träumen. Alles, was du siehst, lebt in einem empfindlichen Gleichgewicht. Riesiger Leidenschaft. Willst du nur rumstehen und zusehen? Ja. Und einem riesigen Trip. Bist du dabei oder nicht? Riesiger geht's kaum. Abgefahren. Ihre November-Highlights. Jetzt in Ihrer A1-Videothek. Alles, was du siehst, lebt in einem empfindlichen Gleichgewicht zusammen. Während andere nur darauf aus sind zu nehmen, ist das Bestreben eines wahren Königs zu geben. Lauf weg, Simba. Und komm nie mehr zurück. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Der König der Löwen, jetzt in Ihrer A1-Videothek. Alles, was Sie hier sehen, wurde entweder heimgesucht, verflucht oder bei einer besonderen rituellen Handlung verwendet. Nichts davon ist ein Spielzeug. Was hast du getan, um da reinzukommen? Was hast du getan? Ich hab sie rausgelassen. Wen? Vermisst du mich? Annabelle? Es tut mir leid. Was hast du sonst noch angefasst? Ich glaube alles. Annabelle 3. Jetzt in Ihrer A1-Videothek. Was willst du, Anastasia? Keine Regeln. Keine Geheimnisse. Willst du nur rumstehen und zusehen? Ja. Denkst du, du bist die erste Frau, die versucht hat, ihn zu retten? Wenn dir etwas zustoßen würde, könnte ich mir das niemals verzeihen. 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe. Jetzt in Ihrer A1-Videothek. Wie gute Weine willkommen. Gewinnen manche Hollywood-Stars mit jedem Reifungsjahr an Ausdruck. Vor einigen Jahrgängen noch jung und frisch, sind sie nun vollmundig, komplex und voller Charakter. Deshalb heben wir diesen Monat ein Glas und wünschen Scarlett Johansson und Leonardo DiCaprio alles Gute zum Geburtstag. Darauf trinken wir. Eine Auslese der besten Filme ihrer Karrieren. Jetzt in Ihrer A1-Videothek. Amerikas Unabhängigkeit war hart erkämpft und erforderte Opfer. Ich weiß nicht, ob sie wirklich ein Mensch ist oder ob sie nur einen Menschen spielt. Tyrannen gibt es in vielerlei Formen. Sie ist der Antichrist. Madam President. Können wir verhindern, dass das öffentlich wird? Das können Sie nicht. Ich kann was nicht. Jetzt wird es anders für Sie und mich. Jetzt bin ich dran. Gib es zu, er ist adoptiert. Wie kann ich adoptiert sein? Ich habe eine Zwillingsschwester. Denk nach, Affe. Denk nach. Es reicht, hier ist niemand adoptiert. Das wäre ich echt gern. Hast du denn böse Gedanken? Zufällig habe ich jetzt gerade einen. Wirklich? Was denn? Wenn wir nach Hause kommen, werde ich dir in deine kleinen Eier treten. Ich habe noch hohen Hochstand. Geht also nicht. Geh spielen. Geh spielen. Als ob das Leben so einfach wäre. So, fertig gespielt. Wie wär's, wenn du die Fliege abnehmen würdest?
Wieso? Sieh dich doch um, Schatz. Keiner der anderen trägt sowas. Vielleicht starte ich so. Ja, ein Trend. Wirst du nicht. Vertrau deiner Mami. Weißt du, wo du bist? In einem Traum. Unter meiner Kontrolle. In dieser Welt kannst du verdammt nochmal sein, wer du willst. Das, was wir tun, das ist praktisch Hexerei. Gilmore Girls. Die Mädels sind zurück. So siehst du aus, wenn du aus einem Flugzeug steigst? Für mich ist es gerade wichtig, nirgendwo Wurzeln zu schlagen. Ich werde sehen, wohin mich das Leben führt. Ich mache keine Kroketten. Warum nicht? Wir brauchen Nährstoffe. Hier ist noch Tacos. Sie sind bio. Okay. Ich habe gesehen, dass du dir einen Mini-Donut genommen hast. Leg ihn wieder hin, sofort. Was machst du da? Hochzeitskleid ist zu eng. Die Hochzeit ist in 3 Tagen. Genau deswegen. Du könntest dir einfach auf das Eis verzichten. Mom. Oh ja. Ist das nicht wundervoll? Es ist so groß wie die ganze Wand. Danke, dass ich hier ein paar Kartons unterstellen kann. Vorläufig ist sie wie Jack Kerouac unterwegs. Her mit dem Peyote. Aber nachdem du das Peyote genommen hast, in welcher Toilette wirst du dich übergeben? Weißt du, da habe ich viele Optionen. Tanzen ist nicht unbedingt deine Stärke. Ganz recht. Aber verdammt bist du hübsch. Bezahlen musst du trotzdem. Ah. Hey, du verkaufst das Haus? Oh, ja. Ist ein Scherz, stimmt's? Nein. Wieso wolltest du's? Ach, nein, Gott, nein, nein. Also, nein? Sag den Kindern gute Nacht. Wir haben nichts, Stella. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht, Daddy. Der Killer ist irgendwo da draußen. Und wir wissen nichts über ihn. Er hatte alles voll und ganz unter Kontrolle. Wer bist du? Hier ist die Polizei! Niemand weiß, was im Kopf eines anderen vor sich geht. Den Anspruch zu entscheiden, wer leben darf und wer stirbt. Stella, ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Oder mit Ihnen oder sonst wem auf dieser Welt. Ich weiß nur eins. Den Tod überlistet niemand.